Torquato Tasso on the outside in the yellow jacket has a fantastic chance. Three in line as they come to the line for Germany. Torquato Tasso's won it. It's my first ride here. Oh, it's amazing. It's very, very beautiful, amazing. Man hat immer Pläne, aber dass man den Rad gewinnt, kann man nicht voraussetzen. Nachdem ich aus der Maschine raus bin und das Rennen nicht allzu schnell gelaufen wurde, habe ich mich dann dafür entschlossen, relativ weit vorne aufzuhalten, um dann doch in der geraden Reihen relativ schnell das führende Pferd angreifen zu können und auch außen, so wie wir es geplant hatten, anzugreifen, sodass ich wirklich den Schwung nicht verliere und die ganze Gerade der auch durchziehen kann. Und jetzt findet Tanaba an der Innenkante eine Lücke. Stößt hier in die dritte Position vor, aber vorne ist immer noch Adaja, Chronogenesis wird kürzer, dann kommt an der Außenseite Hurricane Lane und dann kommt jetzt auch Tanava dazu. Noch weiter außen der deutsche Vertreter, Torquato Tasso, der wird schnell auf den letzten Metern an der Spitze. Jetzt zunächst einmal Hurricane Lane mit Tanava, außen ist es Torquato Tasso, geht das Ding hier? Was ist das denn? Wo sind wir hier? Dritter Sieger hier für deutsche Farben. Torquato Tasso gewinnt hier mit René Pichulek bei seinem ersten Auftreten hier in diesem Prix de l'Arc de Triomphe. Was für ein Rennen, was für eine Leistung. Der deutsche Galopper des Jahres, der macht das Ding hier, schlägt die gesamte Weltelite hier im 100. Lauf zum Prix de l'Arc de Triomphe. Was für eine Freude. Die 1 gewinnen Torquato Tasso. Erstmal habe ich das Glück gehabt, jetzt hier mitmachen zu dürfen in so einem prestigereichen Rennen. Danke nochmal an Besitzer, Trainer und auch Züchter in dem Fall, der auch immer daran beteiligt war. Und dann natürlich in so einem Rennen noch zu gewinnen, ganz vorne zu sein, das ist, ich glaube, ich werde es erst morgen so richtig realisieren. Wenn also dieses Rennen zu gewinnen, da träumt, glaube ich, jeder sein ganzes Leben von. Und das jetzt schon nach so kurzer Zeit geklappt hat, unglaublich.